Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Hesperia. Heute geht's weiter nach Norden, in die Richtung, aus dem das Geräusch kam. Natürlich ohne die Gegner hier zu nerven, denn das wäre jetzt nicht das, was ich möchte. Something isn't right. Be on your guard. That's not Pharaoh. Yeah, there's something different about that voice. It's disgusting! I've never seen a monster like that! That's not a monster. If it's not a monster, what the hell is it? Even Rapide's frightened. This can't be good. Let's get out of here! It's coming this way! Damn, looks like we have no choice. Out of the way, you two! Und damit ist es mal wieder Zeit für den Bosskampf. Als allererstes gehen wir in den Verteidigungsmodus. Hahaha, wie immer. Ja, hier haben wir Mutters Andenken, wie gesagt, sehr schön zum Heilen. Das ist ein Ausbrecher, vom Namen her. This thing. I don't want to deal with it if we don't have to. Come on, guys. Fight. Wichtig hierbei ist eigentlich, dieses Ding ist die ganze Zeit in der Luft. Das ist schon mal Punkt 1. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ist aber auch egal. So, ich kann jetzt einfach Repeat zum Beispiel sagen. Benutze das Zeichen, benutze es und benutze es und benutze es, immer so weiter und so fort, aber das ist jetzt nicht das, was ich hier möchte. Eigentlich warte ich auch mal wieder auf eine bestimmte Aktion von diesem netten Gesellen hier. Das ist halt mal wieder das typische, wann er das wohl einsetzt. Frage, Punkt und... Da ich wieder warten darf, die ganze Zeit, passiert es oft, wie man hier sehen kann, dass ich erstmal verrecke. Was ich ziemlich ätzend finde. Ich habe es ja schon öfters mal erwähnt. Ich finde es sehr nervig, dass ich bei sowas dann immer schön warten darf. In der Hoffnung, dass er mal irgendwann dann das macht, was ich möchte. Aber mir bleibt ja nichts anderes großartig übrig. Außer warten und warten. Genau das ist nämlich das, worauf ich warte. Er muss diesen Kern herauslassen. Wodurch im Prinzip auch ein Tag-Nacht-Wechsel stattfindet. Und diesen Kern müssen wir zerstören. Au! Es wäre auch schön, wenn meine Leute sich einfach mal, ich sage mal, aus seinem Angriffsradius verpieseln würden, aber das passiert nicht so oft. Dementsprechend kann ich jetzt aber Rita dazu verdonnern, immer das Mutters Andenken zu nutzen. Was zumindest ganz praktisch ist, denn so haben wir immer so eine kleine Zwischenheilung. Autsch. Ja, jetzt haben wir wieder einen Nurse. Na, lass ihn in Ruhe. Dickerchen hier, oder Ausbrecher, wie er ja eigentlich heißt. Ich bin nur wieder eher besorgt, dass ich ihn vernichte, bevor er das macht, was er eigentlich machen soll für mich. Weil das wäre eigentlich im Prinzip das Schlimmste, was er jetzt machen könnte. Und das möchte ich nicht. Na? Tja, ja. Nixer zaubern und so. Nee. Aber ja, jetzt ist es wie gesagt wirklich das typische, ich warte jetzt, bis das passiert, was ich haben möchte. So. Konnte ich auch mal eben anbringen, diesen Einschlag. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er einen Laser schießen kann. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass gerade da jetzt die Attacke kommt, auf die ich die ganze Zeit warte hier, aber naja, okay. Heilige Scheiße.
Ist aber halt nicht das, was ich will. Ich möchte diesen Kern kaputt machen. Deswegen habe ich den Kampf auch im letzten Video nicht noch angefangen, weil wir dann sehr, sehr lange da stehen würden. Lass gut sein, Repeat. Ich brauche keinen Stuffern. Wir brauchen einfach nur die Heilung durch dieses Item. Naja, Wiederbelebung und so geht auch noch ganz schnell. Aber ich habe ja eigentlich erwähnt, dass er deutlich öfter eigentlich den Tag macht. Oder was habe ich nicht mal erwähnt? Sollte ich erwähnen. Normalerweise kommt hier deutlich öfter dieser Tag-Nacht-Wechsel zum... Ja, er wird öfter benutzt. Dadurch... Dadurch zerstört man dann irgendwann den Kern und gut ist, aber... Wie gesagt, ich bin hier eher vorsichtig, dass ich nicht... ihn völlig vernichte, bevor ich den Kern kaputt habe. Na okay, Repeat, werf mal deinen Gummi da. Das solltest du jetzt eigentlich nicht machen, egal. Limit-Trunk ist nicht so schlimm, wenn er eingesetzt wird. So, der Kristall hat Risse, man hat's ja gesehen. Ich stehe halt nur gerade ein bisschen blöde da, für da. Deswegen hoffe ich immer noch, dass es reicht, aber 27.000 oder was HP hatte er ja noch. Und Laser schießen kann er immer noch, ach wie toll. Ich hoffe, ich habe den Kristall noch getroffen. Schwer zu sagen manchmal, aber ich hoffe es einfach mal. Arsch. Na, nochmal wechseln. Ja, also wir arbeiten ganz langsam da dran, auch wenn ganz langsam extrem nervig ist, aber es funktioniert ja. So mehr oder minder. Hui. Soll ich da schon groß machen? Ich habe ja gesehen, dass ich fliegen werde. Ja, der Kristall ist schon ziemlich angeschlagen. Auch wenn der Kampf dadurch dann wieder natürlich Jahre dauert. Einfach nur, weil ich ja nicht angreifen darf. Großartig. Nix da hier. So. Sollte Nacht sein, in dem Moment, in dem man den Kristall zerstört, wird es wieder umgesetzt auf Tag. Wer hat hier wen versiegelt? Weswegen? Was geht hier ab? Was wollt ihr von mir, Leute? Winning comes first. A Repeat ist versiegelt worden, okay. Au. Oh Gott. Dammit. Jetzt kommt Rita nicht dazu zu zaubern, obwohl sie jetzt zaubern darf, weil ich jetzt mich wiederbeleben muss die ganze Zeit. Ja! Yeah! Belebt mal bitte Repeat wieder, danke. So. I guess we got it, but... Oh, I'm so tired. Come on, snap out of it. Es hat funktioniert. Die Geheimmission ist bestanden. Man kann sie mit jeder Attacke zerstören. Ich habe jetzt einfach nur die genommen, weil ich weiß, mit Yuri geht's. Wahrscheinlich ist hier sehr gut Judith, wenn man mit ihr umgehen kann. Ein geheimnisvolles Stück und ein Weltenzauber. Und ein paar Level-Ups. Und ein paar Fähigkeiten noch dazu. It vanished. Machen die Monster auch.
Schon mal darüber nachgedacht? What's this? I can't go on. Rita, Carol. I'm afraid even I can't take any more. This isn't good. Da da da. Ich bin zu arm, um mir den echten Sound zu kaufen, also bleiben wir dabei. What? A town? That dragon from the Weasand of Kados. Das ist so eine Mischung aus Greif und Drache, wenn überhaupt. Go ahead. Hope you choke on my bones. Ist zumindest ein guter Spruch beim Abgang, ne? We collapsed in the desert, and this can't be heaven. Where are we? Tja, gute Frage. Erstmal eine Sanduhr mitnehmen. Nein, alles Teiler mitnehmen. Sogar noch ein Wunderkoch ist hier. Hurra! Wir lernen das Rezept für Kroketten. Kann man die in der Wildnis herstellen, selbst wenn man die Zutaten hätte? Hm. Schwer zu sagen. Ja, Rita ist am Pennen, Carol ist am Pennen. Gut, gut. Ja, mir geht's besser, danke. Du bist wach. Ja, dass ich da ohnmächtig rumlag, das habe ich mitbekommen. Good morning. Oh, Yuri, are you feeling better now? Yeah. How about you guys? Are you all right? Yes, it would seem that way. We all collapsed in the desert, right? So what are we doing in this town? Seems like someone came to our aid, though we're not sure who. What about the couple who was with us? They appear to have been brought here as well. So they didn't get a look at our rescuers either? Apparently they lost consciousness like the rest of us. I believe the two of them are having a look around town. I wonder, was it just a mirage? What do you mean? Oh, just before I blacked out, I saw that dragon that got the air under control back at Kados. Really? Yeah. Didn't you see it, Estelle? No, I didn't see anything. Was it just a mirage then? So what's the story? Where exactly are we? A kindly gentleman is looking into that very matter for us. Kindly gentleman? Oh, you mean the old man. Okay, also Raven guckt sich gerade um oder was? Gut, gut, fein, fein, von mir aus. Ich sehe Schatztruhe. There's no barrier here. This town is weird. I thought the mountains in the east were supposed to be uninhabited. Rita, Carol, over here. What's that? The monster that attacked us in the desert dropped it. I didn't see any feathers on that thing. That's one of Pharaoh's feathers. But why would that monster have one of Pharaoh's feathers? Hmm. Man, there's so much we don't know. Welcome back. And just why was it up to me to go tromping off on a recon mission? If I'd gone, this sweet young lady would have been all alone with you. That's far too unsafe. Unsafe? You can't possibly mean me. Oh, I don't know. Maybe. I think I'm gonna gag. Suppose I don't mind people thinking I'm dangerous. Adds to my mysterious charm. It seems we're in Jormgen. You know, that town from the diary on the ghost ship. Wait, this is Jormgen? The town that needed the clear seal crystal to protect itself from monsters? It makes sense. They don't have a barrier here. That's reason enough to be looking for a way to keep out monsters. But that was 1,000 years ago. Yeah, and I find it strange that they were getting by at all without a barrier. You're right. What if we were to show this case to one of the locals and ask them?
Yes, we might learn something about Pharaoh that way as well. I agree. Die Feder des Pharaoh erhalten und mit allen wieder vereinigt. Und damit sind wir in der Herzlandstadt Jormgen. Faszinierend. Kein normales Monster. Ja, das kann man auch wohl sagen. What was the deal with that weird monster we ran into in the sands of Kogor? Just the thought of it still sends chills down my spine. Was that thing even alive? Huh? What do you mean? Well, it wasn't anything like other creatures that make their home in the desert. Huh. Another astute observation from Captain Carol. Whatever it was, I hope we never see it again. Me too. Gleichfalls. Muss zumindest nicht sein, sonst muss ich wieder diese Mission machen. Das, nee, danke, danke. Hier haben wir den Limit-Trunk, den ich vorhin einfach mal vergeudet habe. Finde ich sehr schön. Ja, dann kann ich mir zumindest wieder meine Apfelgummis holen, meine magischen Augen zurück. Und ja, auch die Flaschen werden nachgekauft. Amethyst, Diamant. Nichts, was mich jetzt furchtbar interessiert. Hier ist nichts, was ich brauche. Ah, wir können Haarnadeln herstellen. Ach, wie toll. Machen wir das mal. Hat Judith immerhin auch mal was Neues. Da war nichts Großartiges. Und hier kümmere ich mich später drum. Ja. Schön, schön, schön. Auch wenn natürlich... Wer bist du denn? Brandverbreiter. Ach, ein Bogen. Ach, wie toll. Was? Feuer... Ach, ein Feuerfleder und eine grüne Spinne. Ja, das habe ich. Das müsste ich herstellen können. Große Tasche haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Gut, gut. So viel Neues gibt es hier also eigentlich nicht. Das ist eigentlich schade. Nein, nein, nein. Fürchte unser Dorf hat nichts besonders viel zu bieten. Ja, das glaube ich auch. Ist das nicht schön, wenn alle Blumen... Ja, doch. Wenn alle Blumen blühen. Auf dem Riesenfeld. Ja. Blastia. Die haben keine Ahnung, was Blastia ist. Das ist faszinierend. Ja, gewaltige Monsterangriffe. Und irgendein Weiser, der hier scheinbar regiert. Ja. Truhe, 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 Truhe. Truhe! That box. Do you know something about this box? Launchy had it. Where did you get it? On a ship called the Atherum, my lovely lady. Have you heard of it? Of course. You know about the Atherum too? Yes. We happen to come across it on the ocean. Did you see Launchy? And Launchy would be... Oh, Launchy is my love. I'm sorry to suddenly get so personal. Your love. Damn it. Hey, Carol. Your turn. You're hopeless. All that we saw was, the ship itself. Oh, I see. Could I ask your name? Oh, my name is Yuifan. That's the name that was in the diary we found on the Atherum. Do you know about the Clear Seal Crystal? They say it has the power to drive back monsters. The sage said it was necessary to make a barrier around the town. Is that what's in the box? Yes, we came to deliver this box to you. I see. Hey, is that the key? Could I have the box? Wow, is this the Clear Seal Crystal? Looks like it. So who's that sage you were talking about earlier? The sage is a great Kritian who came to our town from across the desert. A Kritian? Well, creating a barrier is basically creating a Blastia. Blastia? But we can make Blastia with current technology, right? There are people who do. You saw the Blastia at Emmied Hill in Kaer Bakram. But I don't think that sage guy is the one who made those Blastia with messed up formulas. I'm sorry. I don't really understand. But the sage said that the Clear CL crystal was needed to create the barrier. So Longchi set out to look for it.
It's been 3 years since he left. 3 years, huh? You must be worried. Wait, this sounds weird. Yeah, the stories don't match up. You think she could have miscounted by 1,000 years? Natürlich, 1,000 Jahre, 3 Jahre, pff, alles dasselbe. How old is she anyway? Is that Sage in this town? Where does he live? Oh, yes, he lives in the house farthest into the town. I think it might be faster if we went to talk to the Sage. Yes, maybe so. If you're going there, could you take the Clear CL crystal to the Sage for me? Yes, of course. Thank you very much. Okay, let's go! Und dadurch erhalten wir den klaren Himmelskristall. Jetzt geht's also auf zum weisen alten Mann. Beim nächsten Mal hier bei Let's Play Tales of Vesperia. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.